Philipp Howard, zum letzten Mal dieses Wochenende in dieser Saison wohl Derby, Regensburg gegen Haar. Beide werden es nicht in die Playoffs schaffen. Es ist immer noch ein enger Kampf. Für euch in der Zwischenrunde eine schwierige Zeit jetzt bisher, dadurch, dass euch eure zwei amerikanischen Pitcher weggefallen sind. Ihr habt es trotzdem geschafft, den Teams immer da es schwer zu machen. Was habt ihr gemacht, damit das trotzdem immer knapp war? Wir haben einfach unseren besten Baseball versucht zu spielen und das ist sowieso das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist, wie sehr du dich einsetzt an dem Tag. Heute Richard Klein als Starting Pitcher wieder auf dem Mount, hat er gegen Mainz schon einmal gemacht jetzt. Da gab es doch einige Punkte, aber auch da in das Spiel habt ihr euch wieder zurückkämpfen können. Was müsst ihr heute gegen Regensburg richtig machen? Mehr Punkte machen. Mehr Punkte machen, als er zulässt, ist ein genau. gutes Ding. Und dann den Legionären nochmal gefährlich werden insgesamt in der Zwischenrunde jetzt, oder? Ja, also wie gesagt, unser Ziel ist einfach, das beste Spiel an dem Tag abzuliefern, was wir können. Wo wir dann hinterher oft in der Tabelle stehen, das wissen wir vorher nicht. Und deswegen können wir es auch nicht beeinflussen, außer mit der Leistung, die wir halt abliefern wollen. Dann sind wir gespannt, wie es läuft heute und morgen. Und ich wünsche viel Spaß. Danke, Philipp. Dankeschön, viel Spaß.